Zwei Busse sind am Dienstagmorgen in Frankenberg zusammengestoßen. Einer hatte nach Polizeiangaben 70 Schulkinder an Bord. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt 30.000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr am Einmündungsbereich von Bottendorfer Straße und Berliner Straße. Laut Polizei befuhr einer der Busse ohne Fahrgäste die Bottendorfer Straße in Richtung Bottendorf. Der zweite Bus befuhr die abschüssige Berliner Straße. Als dessen Fahrer bremste, geriet der Bus auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß an der Einmündung mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Nach Polizeiangaben ist der Bus, in dem die Kinder saßen, für die Beförderung von insgesamt 98 Schulkindern zugelassen. Dies habe auch die Energiegesellschaft Waldeck-Frankenberg bestätigt, die im Kreis für die Schülertransporte zuständig ist.